K1, Japans härteste Sportart. Der Schweizer Andy Hug ist der größte nicht-japanische Star des K1 Karate mit mehr als 30 Millionen Fans. Seit 20 Jahren ist er dabei, seit 14 Jahren an der Weltspitze und seit anderthalb Jahren Profi. Ich bin Profi und wenn man Profi ist, ist es auch wichtig, dass man professionell behandelt ist. Gerd ist einer der professionellsten Therapeuten, den ich kenne, also der ich überhaupt gewesen bin. Und man muss hundertprozentiges Vertrauen zu jemandem haben. Sein Bekanntheitsgrad wächst von Monat zu Monat. Auch in Europa und Amerika ist er weit über Insiderkreise hinaus bekannt. Hierzulande wächst seine Popularität besonders schnell, da er in Berlin seinen Physiotherapeuten Gerd Maskiewicz, seinen Boxtrainer Uwe Ullmann und sein Managementteam hat. Bei allen wichtigen Kämpfen bereitet er sich in Berlin vor. Hier sehen wir ihn in der Sportschule Satori, wo er mit seinem Sparringspartner André Mewes sein tägliches Training absolviert. Mehr als 550 Kämpfe bestritt der 29-jährige Schweizer, wovon er über 350 durch K.O. gewann. Das Interesse der Medien an seiner Person wächst ständig. Immer öfter wird er zu Fernsehsendungen und Talkshows eingeladen. Hier sehen wir ihn zum Beispiel bei Thomas Gottschalk. Er ist ein Sportler, aber er hat eine ganz eigenartige Karriere gemacht. Er kommt aus der Schweiz, gehört also in unsere Ecke, hat seinen größten sportlichen Erfolg in Japan mit einer Sportart, die eigentlich nur in Japan richtig läuft. Hier ist Andy Hug als Karatekämpfer in Japan. Japanischen Fans. Er ist der Champion im Vollkontakt-Karate, Andy Hug. Der Händedruck saß. Ja, ich habe schon gehört, das knirscht manchmal. Ja, aber er hat sich im Griff. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Wie heißt es genau? Vollkontakt-Karate? Das ist professionelles Vollkontakt-Karate. Nochmal. Professionelles Vollkontakt-Karate. Vollkontakt-Karate. Das heißt auf Deutsch, es tut weh. Ein bisschen. Ein bisschen. Und du hast also da nicht so diese Scheinfechten gemacht, sondern der hat da schon eine auf die Mütze gemacht. Es ist so, dass es bis zum K.O. geht, also die ganzen Kämpfe. Und es ist sehr, sehr hart. Mhm. Und also, es ist alles Kampf und alles sehr, sehr harter Kampf. Nun geht es ja heute alles durcheinander. Es gibt also diese Klopperfilme, wo es, glaube ich, mehr um Kickboxen geht. Da sieht man ja auch oft asiatische Filme, wo es also die Nasen wegfliegen und die Arme brechen. Das hat nichts mit dem zu tun, was du machst. Es ist so, im Film kann man alles machen, aber in der Realität sieht es immer anders aus. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man, wenn man diese Kampfsportart, die ich betreibe, das ist vor allem Spitzensport. Es braucht sehr, sehr viel. Es braucht die mentale Vorbereitung, es braucht Stretching, es braucht Kraft. Es gibt einem auch sehr, sehr viel. Und im Film kann man alles, aber in der Realität sieht es immer anders aus. Erstmal alles vergessen, was man in diesen Streifen sieht. Es ist 80% Trick, es ist 100% Trick wahrscheinlich. Ist denn ein Van Damme zum Beispiel ein echter Karatekämpfer oder ist das nur Schau? Also Van Damme ist eigentlich ein Filmschauspieler. Er hat zwar Kampfsportart ausgeübt, aber hat nie eigentlich wirklich Kämpfe gemacht. Jacques Norris ist ein Karatekämpfer, also der aus der Kickbox-Szene kommt. Aha. Und Dolph Lincoln ist auch einer, der aus der gleichen Szene kommt wie ich. Aha. Aber die meisten Filmschauspieler sind eigentlich mehr vom Technischen her, auch vom Himmel. Stehen das alles. Genau. Was bei dir ja fasziniert, ist dieser große Erfolg in Japan. Das heißt, dass du im Grunde in der Heimat dieses Sportes ein Riesenstar geworden bist. Ist das eine ganz besondere Ehre für dich? Hat noch nie ein Europäer erlebt. Also ich bin der erste Nicht-Japaner, der in Japan Weltmeister wurde. Mhm. Es ist eigentlich unglaublich. Also es ist nicht normal, dass einer eigentlich aus der Schweiz oder auch aus Europa, wo eigentlich die Kampfsportart eigentlich, sagen wir, noch ein kleines Dasein hat und in Japan, wo es über 20 Millionen das betreiben, dass einer eigentlich dort hineingewachsen ist. Obwohl ihr Schweizer und Japaner ja schon ein bisschen ähnlich seid, so die innere Ruhe und dieses freundlich-höfliche. Wollen wir doch und mit Geld könnt ihr auch umgehen. Martin, fasziniert Sie sowas? Ja, finde ich fantastisch. Ja. Nein, nein, also wirklich, ich meine, ich finde es unglaublich, dass ein Schweizer den einmal kurz um die Rübe haut. Bist du denn größer als die alle? Ja.
Mein Gast Andy Huck, unser größter europäischer Karate-Star. Seine deutschen Fans übrigens haben sich im Huck-Verband zusammengeschlossen. Sie können da gerne beitreten, wenn Sie möchten. Und jetzt zeigt er uns ein bisschen was aus seinem Programm. Christoph, machst du vielleicht ein bisschen so asiatische Background-Musik, kontemplativ, damit man also sieht, dass da Kraft steckt. So, darf ich das kommentieren, ohne dich in deiner Konzentration zu stören? Ja. Jetzt pumpt er. So. Jetzt macht ihm ein bisschen Angst. Aber er hat ihn bisher nicht berührt. Oh, oh. Ha. Ah. Freunde von Andy haben immer solche Kissen dabei. Aber sie nützen im Ernstfall wenig. So. Ein Luftkampf, ein Karate, ein echter Karate. Oh ja, hallo. Also, das ist ein Baseballschläger. Ja, ja, mach nur den Laden kaputt hier. Nicht angesägt. Der Mann ist kein Copperfield, sondern der choppert wirklich. So. Sag bloß, der haut das Ding mit der Wade durch. Ja. Machen Sie es zu Hause bitte nicht nach. Wenn Sie das zu Hause üben wollen, fangen Sie mit Mikado-Stäbchen an. Wenn Sie die andere Geschichte, die er jetzt macht, üben wollen, nehmen Sie erstmal Vanilleeis und dann steigern Sie sich langsam auf diese 4 Eisquader, die wir hier liegen haben. Konzentrieren Sie sich und legen Sie ein Handtuch unter. Nochmal in der Zeitlupe. Kein Trick, kein Quatsch. Karate made in Switzerland. Dankeschön, Andy.